Was gefällt Ihnen besonders gut an der Südstadt? An der Südstadt gefällt mir besonders gut, dass alles so schön grün ist. An der Südstadt gefällt mir besonders gut, dass das Angebot an Schulen sehr groß ist, dass die Wege sehr kurz sind, dass man viele Sachen erreichen kann, ohne das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen zu müssen. Sie ist sehr grün und zwar laut, aber das gehört irgendwie mit dazu und ich finde, das unterstreicht das Stadtgeschehen gut. Also ich bin in der Südstadt schon geboren, bin alte Südstädterin und mir gefällt die Südstadt gut, weil sie sehr schnell, man ist sehr schnell im Grün, man ist schnell im Zentrum, wir haben Einkaufsmöglichkeiten, es ist ein ruhiges Wohnviertel, ich bin da sehr zufrieden. Dass es hier mittlerweile sehr durchmischt ist, also dass es sowohl eben viele junge Leute gibt, also viele junge Familien, als eben auch noch ganz relativ viele Ältere und Alte. Es ist fast wie ein kleines Dorf, dass ich eigentlich immer nette Leute treffe, sehr offene Menschen. Dann, dass ich ganz tolle Einkaufsmöglichkeiten habe, die ich fast immer nur fußläufig erreichen kann. Wir haben schöne Naherholung, wir haben den Maschsee in der Nähe, wir haben die Hoppenstedtwiese, wo man schön entspannen kann. Ja, wir haben schöne Pinten, man kann sich richtig gut wohlfühlen. Es gefällt mir, dass hier so viele Kinder wohnen, die alle sehr nett sind und höflich und die sehr viel lesen. Die gute Verkehrsanbindung an die Östra. Ich habe vor Jahren mein Auto verkauft, weil ich der Ansicht bin, ich wohne hier so super in der Südstadt. Ich komme zu Fuß und mit dem Fahrrad überall bestens hin. In 20 Jahren? Das ist eine gute Frage. Oh, wie stelle ich mir die Südstadt in 20 Jahren vor? Viel Grün gibt es ja hier schon durch den Maschsee und auch so Stephansplatz, also einige kleine Parks. Aber ich würde mir wünschen, dass die Häuser noch begrünter sind, also dass man Möglichkeiten findet, viel Grün an die Hausfassaden zu bringen, die Dächer zu begrünen, insgesamt einfach mehr Grün noch. In 20 Jahren hoffe ich, dass das Leben miteinander mehr wird. So wie in anderen Stadtteilen, dass es da vielleicht mehr Generationshäuser gibt und da der Austausch mehr stattfindet. Und natürlich, dass die Parkplatzsituation als solches wird bestimmt besser werden. Ich glaube, in 20 Jahren wird die Südstadt hoffentlich immer noch genauso schön grün aussehen und vielleicht mit einem Mehrgenerationenparcours ausgestattet sein. In 20 Jahren stelle ich mir vor, dass die Schulen weiterentwickelt sind. Mit Smartboards und dass Schüler Laptops oder iPads oder sowas haben, dass die Straßenverhältnisse besser sind, vielleicht auch die Ampelschaltungen und so. Also ich würde denken, dass es noch mehr Angebote für Senioren gibt und vielleicht mehr Generationenangebote, auch vielleicht mehr Generationenhäuser, Cafés, irgendwie sowas, weil sich ja der Altersdurchschnitt auch sicherlich erhöhen wird, dass die Anzahl der Schulen vielleicht gleich bleiben wird, aber dass vielleicht das Familienleben hier mehr zusammenkommt als in anderen Stadtteilen, weil man sehr viel Natur und den Maschsee relativ nah hat. Generationsübergreifend, dass es Möglichkeiten gibt. Ich bin zum Beispiel eine Oma und habe meine Kinder woanders wohnen. Das ist also für mich eigentlich nicht schön. Das ist natürlich schöner, wenn man Kinder, denn auch kleinere Kinder hat und so. Die Südstadt in 20 Jahren sehe ich sehr kritisch. Aus dem einfachen Grunde, weil hier immer mehr Parkplätze wegrationalisiert werden und die jungen Leute eigentlich doch heute sehr gerne motorisiert sind. Dass es mehr Einrichtungen gibt für Gemeinsamkeiten zwischen Jung und Alt, wie zum Beispiel mehr Generationenhäusern und auch mehr Generationenwohnenhäuser. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Ich weiß, dass wir für die Senioren schon ganz schön viele Einrichtungen haben, aber die sind halt nur ausschließlich für die Senioren. Und ich finde einen Mix zwischen Jung und Alt ganz, ganz wesentlich und ganz, ganz wichtig. Dass wir weitere Plätze haben, die umgestaltet sind, wo Menschen einfach gemütlich sitzen können, miteinander klönen können und sich wohlfühlen. Das wird so bleiben, wie es jetzt ist. Ich glaube, da wird sich nicht so wahnsinnig viel verändern. Ich hoffe, dass es ein wunderschönes Wohnviertel bleibt.